Hallo und herzlich willkommen zu Filmzeugs. Heute wollen wir darüber reden, wie man unabsichtlich eine Fernsehdoku dreht. Bevor wir jetzt tiefer in die Materie gehen, bitte ich euch, dass ihr, falls ihr das noch nicht gemacht habt, unten abonniert und diese kleine Glocke drückt. Ja, das hilft, dass der YouTube-Algorithmus mehreren Menschen die Videos vorschlagen kann. Ja, und so hat das ganze Projekt so angefangen, dass mein Schwiegervater gefragt hat, wer von seinen Kindern mitkommen möchte auf eine Reise ins heutige Serbien. Die Großeltern sind dort 1944 vertrieben worden, die haben dort zu einer deutschen Volksgruppe gehört, die so um 1760 dort angesiedelt wurde. Und im Zweiten Weltkrieg sind die dann wieder nach Österreich bzw. Deutschland zurückgekommen, die wenigen Überlebenden. Ja, uns hat das erstmal überhaupt nicht interessiert, denn meine Frau war gerade hochschwanger und der errechnete Geburtstermin war 2 Wochen, bevor die Reise gewesen wäre. Es war dann aber so, dass die Geburt sehr einfach war, unsere Tochter gut zur Welt gekommen ist, alles klar war. Meine Frau gemeint hat, ja, du kannst ja alleine mitfahren und mir ein paar Fotos machen, nachher erzählen, wie das ist. Also habe ich bekannt gegeben, dass ich doch mitfahren möchte. Und ein paar Tage vorher habe ich mir dann gedacht, eigentlich ist das komisch, ich bin Kameramann, warum filme ich nicht? Hab dann nachgefragt, ob das eh in Ordnung ist für alle und habe aber dann die Info bekommen, dass die serbische Regierung nicht möchte, dass wir filmen, weil mit der ganzen Sache verknüpft einige Kriegsverbrechen stehen, also Massenhinrichtungen und so durch serbische Partisanen, und die serbische Regierung will einfach nicht, dass darüber berichtet wird, dass das irgendwie öffentlich gemacht wird. Man hat uns sehr wohl erlaubt zu fotografieren, aber sie wollten halt nicht, dass wir filmen. Ja, aber das hat irgendwie mein Interesse mehr und mehr geweckt. Und dann habe ich beschlossen, die 60D, eine Spiegelreflexkamera, eben die, von der ich im allerersten Video schon erzählt habe, mitzunehmen und ja, mehr oder weniger heimlich ein bisschen zu filmen. Und zwar haben wir das so gemacht, wir waren nämlich zu zweit, ich und der Mann der Cousine meiner Frau, dass wir alles so präpariert haben, dass es ausschaut, als würden wir fotografieren, und haben aber eigentlich, wenn die Polizei, die immer wieder mal da war bei unserer Reisegruppe, also wir waren mit einem großen Reisebus unten, über 60 Leute, und wenn die Polizei gerade nicht da war, haben wir halt gefilmt, beziehungsweise haben, ja, Interviews gemacht mit den Leuten. Wir haben einige Funkstrecken mitgehabt, haben die alten Leute verkabelt und haben einfach Fragen gestellt. Ich hatte auf der 60D ein Rode VideoMic Pro, also so ein kleines Richter drauf, und das haben wir dann auf dem Monopod, auf dem die Kamera für die Fotos drauf war, unten dran gesteckt mit einem Verlängerungskabel, und mein Kollege hat dieses Monopod gehalten wie eine Tonangel über den Leuten drüber, und wir haben bei den Interviews dann halt einen Anstecker gehabt und zusätzlich dieses Richtmikro, ja, wie eine Tonangel. Und sobald wieder irgendjemand war, wo wir Angst hatten, dass die uns da verbieten könnten zu filmen, haben wir das wieder runtermontiert und haben wieder so getan, als würden wir fotografieren. Ja, das ganze Unterfangen war so, dass wir eben mit diesem Reisebus gemeinsam runtergefahren sind. Und zwar 3 Generationen. Das waren zum einen die älteren Herrschaften, die damals als Kinder geflohen sind bzw. vertrieben wurden aus ihrer Heimat. Die Kinder von denen und die Enkelkinder, die mittlerweile erwachsen werden. Und zwar ist die Reise deshalb irgendwie akut geworden, weil die alten Leute einer nach dem anderen wegsterben. Die Kinder haben sich irgendwie nie dafür interessiert, was die Eltern früher immer erzählt haben. Aber die Enkelkinder haben mehr und mehr ein Interesse gezeigt, was denn da eigentlich früher war und wo denn eigentlich die Großeltern herkommen. Die hat das interessiert. Und bevor da jetzt alle wegsterben, haben sich einige dann einen günstigen Termin gesucht, und zwar den 175. Jahrestag der Ansiedlung damals unten, also wie gesagt, so um 1760 sind die Leute dort angesiedelt worden. Und zum 175. Jahrestag sind dann ja ein Reisebus und ein paar PKWs dort hinuntergefahren. Und wir waren für 5 Tage unten, haben uns angeschaut, wo die Verwandtschaft herkommt, wie das dort alles ist, sind sehr freundlich aufgenommen worden. Und ja, wurden dann auch dort noch ergänzt durch eine Reisegruppe, die gar nicht so klein war, auch ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel genau, aber eine Reisegruppe von Leuten aus Deutschland, also wir waren ja nur aus Wien und Umgebung, aber auch in Deutschland gibt es relativ viele Leute aus diesem Ort, die noch leben, und wir haben uns mit denen dort unten eben zu dieser
Feier, die wir dort organisiert haben, getroffen. Also eigentlich war es eher so ein Gedenken. Wir sind dort von Friedhof zu Friedhof, waren in einer Kirche, ja, haben verschiedenste Veranstaltungen dort unten auch gemacht, waren bei gewissen Orten, wo Massengräber sind und haben dort Gedenkfeiern unter Anführungszeichen abgehalten. Und zwischendurch ist sehr viel geredet worden und vor allem sehr viele der älteren Leute, die ja so seit 70 Jahren circa, weil es war jetzt 70 Jahre her damals, die 70 Jahre lang irgendwie nicht über den Krieg und über das, was sie dort erlebt haben, Furchtbares, geredet haben, sind, als sie dann dort am Ort des Geschehens waren, ja, irgendwie wieder in Gedanken zurückversetzt worden in diese Zeiten, in diese Tage und haben sehr viele Erinnerungen mit uns geteilt. Und das war sehr spannend und ja, irgendwie auch sehr aufschlussreich, weil viel von dem, was die in sich eingeschlossen haben, ist irgendwie noch nie rausgekommen. Das war sogar so viel Info, dass wir einige Leute dann nachher noch besucht haben und mit ihnen Privatinterviews gedreht haben, die wir dann für einen zweiten Teil aufgehoben haben. Aber ja, es war eine sehr spannende Reise und wir haben viel erlebt und viel gehört. Und als ich dann nach 5 Tagen zurückgekommen bin, habe ich ein bisschen was zusammengeschnitten, um das halt meiner Frau zu zeigen und wollte so im Sinn so einer klassischen Reisedoku das Ganze aufziehen. Also ich habe eigentlich nur, ja, Teile von den Interviews rein und ein paar Schnittbilder, um halt irgendwie so das Gefühl zu vermitteln, was dort war. Und habe meiner Frau so einen 3,5 Stunden Schnitt präsentiert. Und nach circa 20 Minuten hat sie abgedreht und hat gesagt, das ist komplett uninteressant. Vor allem, wenn es keine Erzählerstimme gibt, die irgendwie sagt, was da passiert. Sie hat gesagt, das schaut sie sich nicht fertig an, das interessiert sie nicht. Ja, da war ich ein bisschen enttäuscht und habe mir dann vorgenommen, das zu ändern. Habe das Ganze runtergeschnitten auf die jetzt vorhandene Version von 63 Minuten, habe mir eine Geschichte ausgedacht, also was ich erzählen möchte mit dem Ganzen, und habe diese Geschichte dann in einer Voice-Over kommentiert. Also ich erzähle die Geschichte, wie ich dazu komme, an dieser Reise teilzunehmen und was ich erlebt habe als Außenstehender nämlich. Da ist ein ganz spannendes Produkt daraus geworden. Ich habe es vorhin schon kurz mal in die Kamera gehalten. Wir haben das Ganze auf DVD rausgebracht, das ist einmal im Kino gesendet worden. Ist eigentlich eher so ein Fernsehformat und sollte eigentlich auch ins Fernsehen gehen. Mal schauen, ob das irgendwann mal was wird. Ja, ein bisschen noch was zum Technischen vielleicht. Also wir haben, wie gesagt, auf dieser 60D gedreht, auf einem Fotoapparat, dass es eben nicht auffällt, dass wir filmen. Und der Fotoapparat hat so einen Ausklappbildschirm. Ich kann euch das jetzt nicht zeigen, weil die einzige Kamera mit Ausklappbildschirm, die ich habe, also vielleicht kann ich das einblenden. Aber die einzige Kamera mit Ausklappbildschirm, die ich habe, die filmt da gerade. Und da hatte ich so eine Sucherlupe drauf, dass bei starkem Licht, also wenn die Sonne scheint, dass ich irgendwie durch den Sucher schauen konnte und noch was sehen habe können. Einen Batteriegriff unten dran, damit der Akku länger hält und dass man es besser greifen kann, die Kamera. Oben eben dieses kleine Mikro drauf. Zusätzlich dieses Monopod zum Abstellen, beziehungsweise um dann daraus eine improvisierte Tonangel zu basteln mit dem Verlängerungskabel. Und zwei Funkstrecken, die wir dann halt immer wieder auf die Leute, mit denen wir gesprochen haben, umgesteckt haben. An Objektiven hatte ich das 24-105er, das war damals das einzige Objektiv, was ich mit der Kamera eben gekauft habe. Dann ein 50mm 1.8 habe ich mitgehabt für manche Szenen, die drinnen gespielt haben, wo es sehr dunkel war, da habe ich das gebraucht. Und ein 70 auf 200 habe ich noch mitgehabt, wenn ja, Situationen waren, wo ich nicht nah genug ran habe können. Zudem habe ich ein kleines Stativ noch mitgehabt. Also so ein kleines Manfrotto-Fotostativ mit so einem kleinen Videokopf oben drauf. Ich ja, setze euch die Sachen alle unten in die Beschreibung, beziehungsweise die aktuellen Dinge, weil vieles von dem gibt es jetzt gar nicht mehr so genau. Gibt es neue Modelle. Ja, und das war's. Das ist für das, was rausgekommen ist, relativ wenig Zeugs. Aber wie gesagt, ich habe nie vorgehabt, da was großartig draus zu machen und das irgendwie zu vertreiben oder so. Ich bin auch mit, glaube ich, 90 Stunden Material oder so heimgekommen, dass ich dann erstmal sichten und ja, runterschneiden habe müssen. Und war im Endeffekt sehr erstaunt, erstens, was daraus geworden ist, weil ich mich ganz viel mit dem Thema und dem ganzen Geschichtlichen erst dann im Schnitt beschäftigt habe und recherchiert habe. Und zum anderen auch das viele positive Feedback, das ich bekommen habe. Also wir haben, glaube, 500 DVDs oder so machen lassen und die waren sofort ausverkauft. Der Film ist momentan auch nur verfügbar in einer DVD-Sammelbox, die von einem Donnerschwaben
Hilfsverein rausgegeben wurde, wo mehrere Filme zu dem Thema drinnen sind. Kann ich euch auch einen Link reingeben. Ich bin momentan auch am Versuchen, ja, den gesamten Film auf Amazon Prime zu bringen, dass man sich anschauen kann, wenn man da ein Abo hat. Ob und wann das was wird, weiß ich nicht, aber da werde ich euch weitere Infos dazu geben, falls es soweit ist. Ja, es war ein sehr spannendes Projekt. Ich habe daran viel gelernt. Vor allem im Schnitt im Nachhinein steht das nicht so meine Sache. Ich bin eher so der draufhalten, schöne Bilder machen, Inhalte finden und die dann weitergeben. Aber das war halt so ein Herzensprojekt, das ich irgendwie nicht abgeben wollte und selber schneiden wollte. Da oben findet ihr einen Link auf den Trailer zum Film. Da könnt ihr euch den Trailer kurz anschauen. Ja, mich würde interessieren, ob ihr noch weitere Fragen zu dem Projekt habt. Vor allem vielleicht auch technische Fragen. Ich mag das Video da jetzt nicht allzu lang halten. Aber wenn ja, dann bitte einfach in die Kommentare reinschreiben und ihr kriegt die nächsten Wochen mehr Infos dazu. Ich kann euch auch noch ganz viel dazu zeigen. Ein paar Fotos habt ihr jetzt eh schon gesehen, habe ich euch eingeblendet zwischendurch. Ja, das war's jetzt mal zum allerersten zu diesem Projekt. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns spätestens nächste Woche am Freitag um 20 Uhr. Vielleicht noch mit einem Tipp am Montag. Mal schauen, wie es ausschaut. Danke, tschüss.